bei den aktuellen Zinsen ist das absolut unsinnig, da zu sparen. Ja, jeder für sich privat sucht natürlich schon den Vorteil, den es halt gerade gibt. Und das sind natürlich günstige Finanzierungen. Zufrieden wäre ich dann, wenn in Europa eine bessere Stabilität vorhanden wäre für alle Länder. Die gibt es nicht. Es ist dermaßen ein Desaster, wie wir es in Europa noch nie erlebt haben. Der Leitzins der EZB ist so niedrig wie nie. Viele Menschen ärgert das und sie bezweifeln, ob das wirklich notwendig ist. Wir haben uns auf der Straße zu dem Thema umgehört und Fragen gesammelt. Unsere Experten in der EZB in Frankfurt haben die Fragen gesichtet, darüber diskutiert und verständliche Antworten entwickelt. Ich verstehe nicht, warum die EZB die Zinsen dauerhaft so niedrig hält. Um das zu erklären, muss man die Ziele der EZB verstehen. Sie soll vor allem die Preise im Euroraum insgesamt stabil halten. Diese sollen nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell steigen. Am besten um etwas weniger als 2% pro Jahr. Lange sind die Preise im Euroraum aber nur sehr langsam gestiegen. Und das liegt daran, dass die Wirtschaft in Europa schwach wächst. Deshalb muss die EZB die Wirtschaft ankurbeln, um ihr Ziel zu erreichen. Dafür hat sie verschiedene Instrumente. Unter anderem nutzt sie den Leitzins. Die EZB legt den Leitzins fest, also den Preis, zu dem sich Banken bei der EZB Geld leihen können. Wenn der Leitzins niedrig ist, können sich Banken günstig Geld leihen, weil sie dafür kaum Zinsen zahlen müssen. Dadurch können dann auch die Banken Geld günstig an ihre Kunden verleihen. Die Kunden bekommen also günstige Kredite, um sich zum Beispiel ein neues Auto oder ein Haus zu kaufen. Dadurch verdient dann der Autobauer oder der Bauunternehmer mehr Geld. Seine Einnahmen steigen und er kann höhere Löhne zahlen. Außerdem kann er mehr Menschen einstellen. Diese haben dann wiederum mehr Geld und können mehr kaufen. Die Wirtschaft wird also angekurbelt. Wenn der Leitzins niedrig ist, hat das auch Einfluss auf das Geld, das Menschen gespart haben. Denn wenn der Leitzins niedrig ist, gibt es für Geld, das man zur Bank bringt, nur wenig Zinsen. Das mag die Sparer ärgern. Und viele finden dann, Sparen lohnt sich nicht. Aber wer Geld lieber ausgibt, kurbelt auch die Wirtschaft an. Mit einem niedrigen Leitzins versucht die EZB also, die Wirtschaft anzukurbeln und für stabile Preise im Euroraum zu sorgen. Ja, mich würde interessieren, wie lange die Zinspolitik, die aktuelle, noch so fortgeführt wird und wann es hier mit einer Trendwende, wann es damit zu rechnen wäre. Schauen wir nochmal ans Ende unserer letzten Erklärung. Wenn die Wirtschaft angekurbelt ist und die Nachfrage nach ihren Produkten gestiegen ist, dann werden die Firmen die Preise erhöhen wollen. Damit die Preise dann aber nicht zu schnell steigen, wird die EZB wieder gegensteuern. Denn es ist ja ihr Auftrag, die Preise im gesamten Euroraum stabil zu halten. Sobald es der Wirtschaft also gut geht und die Preise steigen, wird die EZB den Leitzins wieder erhöhen. Die niedrigen Zinsen heute helfen also, die Voraussetzungen für höhere Zinsen in der Zukunft zu schaffen.